Wir sind beim Topic Leadership und Führungskompetenzen. Vergangenheit, immer wieder früher, immer wieder der Rückblick, auch kein ideales Leadership-Verhalten, keine Führungskompetenz. Weitere große Stolperfalle ist einfach als Manager zu sagen, ja, wir haben gewisse Regeln und gewisse Standards, aber das sollen die mal im Team unter sich klar machen. Nein, sie sind der Hüter und der Bewahrer, weil Regeln und Standards sind die Säulen eines Prozesses. Erfüllung und Erfolg ist doch dann ganz klar zu erkennen, wenn man sagt, jetzt mit Leadership und Führungskompetenzen habe ich einerseits mich, aber andererseits mein Arbeitsumfeld so verändert und etwas transformiert, dass es mir und meinem Team wieder möglich ist, innovativ und kreativ zu sein. Kommunikation und Verhandlungen. Ja, Verhandlungen sind immer ein Dialog mit zwei Parteien oder sogar mit mehreren. Und die besten Werkzeuge, die es hier dazu gibt, sind aktives Zuhören, das Sprechen, die Rhetorik, also auch mal präzise, knapp und prägnant Themen rüberbringen, Lösungen und Ideen zu platzieren. Entscheidungsfähigkeit. Ja, ich habe auf LinkedIn gerade aktuell eine Umfrage laufen. Was sind denn die Probleme von Chefs? Und da ging es um aktives Zuhören, um Kommunikation, um drei, vier Aspekte und auch ein Aspekt war die Entscheidungsfreudigkeit. Und erstaunlicherweise in der Umfrage, neben diesem aktiven Zuhören, Kommunikation, scheint offensichtlich bei den Chefs, bei den Managern auch ein Problem da zu sein Richtung Entscheidungsfreudigkeit. Am Ende haben Sie eine schöne Sequenz, wo Sie Impulse mitnehmen können und so ähnlich wie die Post-its können Sie sagen, ach, das nehme ich mal mit und das ist ein guter Hinweis und das nehme ich mit und das setze ich auch mal um. Kleiner Hinweis, durch ein Abonnieren des Kanals bleiben Sie dran und verpassen keine Folge. Zeitmanagement. Zeitmanagement wird man nie gewinnen, weil es kommt wie in der Pipeline immer wieder was nach. Aber es geht darum, sich die anstehenden Aufgaben richtig zu priorisieren, richtig einzuteilen, Zeitverschwendung zu vermeiden, um hier einfach eine gewisse Effizienz zu erreichen und auch immer besser zu werden, um für sich selbst seine eigenen Ressourcen zu optimieren und dann auch eben als Vorbild, als Chef hier im Team optimale Ressourcennutzung ja vorzuleben und die auch permanent zu verbessern. Was erreicht man dann? Reduzierung vom Stress. Wir vermeiden Überlastungen und das ist doch eine schöne Sache. Man erreicht trotzdem Ziele und Fristen, die sind fix. Also ich bin ein großer Gegner davon. Mach es dir passend. Nein, man muss es optimieren. Jeder sollte sich hier, ja, ich will mal sagen, selbst reflektieren, wo seine Schwächen sind, wo sein Aufholbedarf ist, weil nur eine gut balancierte und sag ich mal, miteinander verwobene Soft-Skill-Palette ermöglicht hier auch den oben dargestellten Pokal in einigen Monaten, in einigen Jahren zu erreichen. Dann gibt es aber Punkte wie die Selbstreflexion, wo man sich etwas Zeit einplanen muss, einfach auch aus dem Aspekt danach erreicht man einen Schritt wieder höher im persönlichen Wachstum, im Wohlbefinden. Man ist besser in der Lage, Feedback anzunehmen, sich selbst zu reflektieren, um eigentlich hier zu lernen. Tipp an alle Chefs, aktives Zuhören und sich in die Perspektive der Mitarbeiter oder anderen Kollegen reinversetzen. Das ist einfach eine Möglichkeit, hier noch schneller zu wachsen durch das Verstehen von anderen, ja, Meinungen, anderen Blickwinkel, anderen Herangehensweisen, Denkmustern, vertrauensvolle Umgebung. Also da ist auch das Thema Fehlerkultur mit dabei. Seien Sie hier ein Vorbild, einfach eine offene Kommunikation schaffen,
eine vertrauensbasierte Umgebung schaffen, die bringt so viele Vorteile. Zusammenarbeit, Kollaboration. Jeder hat jetzt bestimmt mal im Homeoffice gearbeitet und da letztendlich auch Kollegen und Austausch vermisst. Erfolgreich zusammenarbeiten ist auch eine Sache, gemeinsame Ziele zu erreichen, um dann einfach gemeinsam zu sagen, ja, wir haben hier was erreicht. Der Inhaltepunkt, Freude zu zeigen. Zusammenarbeit ist aber auch einander zu vertrauen und einander wertzuschätzen, weil die Integration von unterschiedlichsten Perspektiven in einem Team ist oft gar nicht einfach. Deswegen ist für die Kommunikation hier auch ein tolles Gefühl. Ich kann andere Meinungen offen wertschätzen und das ist wichtig. Auch das gibt wieder jede Menge Stolz, kann man nicht in Kilo messen, aber es gibt diesen Auftrieb wieder für eine positive und produktive Teamdynamik. Zu sagen einfach, wir haben was erreicht in der Zusammenarbeit und darauf kann man aufbauen, wie ein Fundament. Bitte mich weiterempfehlen, gerne das Video verteilen. Wie gesagt, das war heute der Einstieg zu Soft Skills, zu den Facetten, zu der Palette, die wir jetzt in den nächsten Videos angehen, um einfach hier, jeder kann sich etwas mitnehmen, wie so angeklebte Post-its und sagen, ja, das ist eine gute Idee, die nehme ich mit.